währenddessen in Earl's Castle. Walleran, was wollt ihr? Haltet ihr es für klug, euch in Zeiten wie diesen der Völlerei hinzugeben? Wenn euer Volk auf den Straßen von Shiring hungert? Spielt nicht den Heiligen. Ihr habt ihnen Wunder versprochen. Und lasst sie dafür zahlen. Aber eure Wunder sind nichts als leere Versprechen, oder? Die Wege des Herrn sind unergründlich. Meine Mutter kann nicht gehen. Ihr habt versagt. Also, was wollt ihr? Es geht um ein Buch. Wieder die Bibel. Nein. Philipp von Gwynedd hat es geschrieben. Ein Buch, das der Kirche missfällt. Bischof Henry ist außer sich. Das ist unsere Gelegenheit, William. Eure Gelegenheit, wollt ihr sagen? Wenn ihr Männer braucht, sprecht mit Walter oder Ugly. Mir egal. Ich hab eure verdammte Kirche gebaut. Mir reicht's. Es geht nicht nur um Philipp. Es geht um Aljena und ihre Familie. Erwähnt diesen Namen nicht in meiner Gegenwart. Aber habt ihr es nicht gehört? König Stefan und Mathildes Sohn haben ein Friedensabkommen unterzeichnet. Das interessiert mich nicht. Das sollte es aber. Ich sagte, mir reicht's. Jetzt geht. Und kommt nicht wieder, bis ich euch rufen lasse. Wo ist mein Weib? Sie ist noch nicht zurück. Dann holt mir eine Hure. Sofort! Das Ende des Krieges. Das Ende des Krieges und der Vertrag von Wallingford, 1154. Nach über 15 Jahren Bürgerkrieg, dem Erbstreit zwischen Stefan und Mathilde, war England gespaltener denn je. Nach einer letzten Konfrontation in Wallingford einigten sich der Sohn von Kaiserin Mathilde, Heinrich II., und König Stefan auf einen Waffenstillstand. Ein Vertrag wurde bald darauf in Winchester und Westminster unterzeichnet. Laut Vertrag wird Stefan bis zu seinem Tode König bleiben, doch wird Heinrich II. Sein Thronfolger. Zudem werden alle Entscheidungen der Krone bezüglich Land und Erbfolgen umgehend rückgängig gemacht. Es gilt nunmehr der Besitzanspruch und die Erbfolge aus der Zeit Heinrichs I. Dies bedeutet, dass die Grafschaft Shiring an die Erben des Grafen Bartholomäus zurückfällt. Oh, doch wer sollte es wagen, dies gegen William Hamley durchzusetzen? Zur selben Zeit weit entfernt. Werden alle älter, ne? Aktueller Ort Monksfield. Hoffentlich fällt kein Ast jetzt herunter oder sowas. Sicherheit. Oh, da weint jemand. Tut mir leid, wenn ich störe, aber ich suche Unterschlupf.
Ich war auf dem Weg vom Wollmarkt in Winchester nach Kingsbridge und wurde vom Sturm überrascht. Übel, nicht wahr? Ja, und es wird immer schlimmer. Danke für eure Gastfreundschaft. Bitte! Ich brauche Hilfe! Es kommen Schreie von draußen. Niemand weint. Warum macht niemand etwas? Entschuldigung, habt ihr das nicht auch gehört? Ich bin verletzt. Etwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht helfe, tut es keiner. Ich kann hier einfach rumsitzen und nichts machen. Habt ihr das nicht gehört? Es kommen Schreie von draußen. Niemand weint. Warum macht niemand was? Will niemand rausgehen und nachsehen? Hört ihr das nicht? Hier draußen! Was stimmt hier nicht? Wenn ich nicht helfe, tut es keiner. Ich kann hier einfach rumsitzen und nichts machen. Es kommen Schreie von draußen. Na gut. Aber wo denn? Hier? Sind das Felsen? Ich kann kaum was Hallo? Sehen. Hallo? Oh, seid ihr verletzt? Mein Pferd ist gestürzt. Ich kann mich nicht bewegen. Nehmt meine Hand. Ich bringe euch rein. Wir bleiben nur hier, bis der Sturm nachlässt. Wir werden euch nicht behelligen. Aber warum hat denn niemand was getan? Ich heiße Aliena. Wie heißt ihr? Elizabeth. Ruht euch aus, Elizabeth. Jetzt seid ihr in Sicherheit. Mhm. Sie hat sie angeschleppt. Hätte sie besser sterben lassen. Nur ein Mädchen, völlig aufgelöst, das arme Ding. Ja, was ist denn mit ihr? Na gut, dann finden wir etwas, um sie zu wärmen, I guess. Geräucherte Stücke Fleisch könnten schon alt sein, aber nahrhaft. Ein seltener Anblick während einer Hungersnot. Ich hoffe, der Sturm verschont eure Felder und Heime. Davon ist ohnehin nichts mehr übrig. Wir haben nur noch unser Leben. Und unsere Würde. Die hast du noch? Ich sollte meinen Dolch versteckt halten. Nur okay. Die Ruhe. Wir werden sehen, was passiert. Ich bete öfter herüber, ob er sie kennt. Du solltest von hier verschwinden, sobald du kannst. Seid versichert, ich werde gehen, sobald der Sturm nachlässt. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, dachte ich mir auch schon, aber wie wärmen wir sie denn dann? Raum voller Rauch, das Feuer hält alle warm, atmen fällt schwer. Ja, das ist gar keine gute Idee. Was macht sie denn jetzt? Keine Ahnung. Ich glaube, sie friert. Vielleicht sollten wir freundlicher zu ihnen sein. Nein, sie haben unsere Güte nicht verdient. Hier, für eure Gastfreundschaft. Draußen herrscht Sturm. Du kannst bleiben. Ihr seid ein guter Mensch. Versuch sie einfach zu ignorieren. Sie könnten das als Beleidigung ansehen. Ja, denke ich auch, aber wie soll ich die denn dann wärmen? Ah, Topf, da ist Suppe im Topf. Sieht ziemlich dünn aus. Ist da ein Huf drin? Wir haben nicht viel, aber immer genug für eine verlorene Seele. Sie verdient gar nichts. Nimm dir eine Schüssel und bedien dich. Oh, danke.
Ich kann sie nicht einfach in den Händen tragen. Ja, wo sind die Schüsseln hier? Sehe ich das denn nicht? Topf, Fleisch, Rauch? Die Bauern? Ah, hier. Eine kleine irdene Schüssel. Super, sauber genug zum Essen. Okay. Dann wollen wir mal eine kleine Schüssel. Eine kleine Schüssel mit Suppe gefüllt. Lass sie essen. Nochmal vielen Dank. Das ist aber keine vergiftete Suppe oder sowas, oder? Ja. Ist ja nicht für uns. Esst das. Ihr müsst hungrig sein. Danke. Das ist sehr freundlich. Warum gibst du ihr Suppe? Dreck! Das ist es, was sie fressen sollte. Wollt ihr, dass sie verhungert? Bitte, fangt keinen Streit an. Ist das nicht etwas, um sie zu wärmen? Können wir noch mehr finden? Freundlich. Andere hätten mich sterben lassen. Die Leute hören mir nicht zu. Meine Begleiter haben nicht mal bemerkt, dass ich fehle. Wer? Mein Ehemann und sein Gefolge. Oh. Einen feinen Gatten habt ihr da. Oh mein nein. Erster Mann war ähnlich. Deshalb von sind William. Geschieden. Oder? Geschieden? Ach, er ist einfach nicht mehr er selbst, seit seine Mutter. Oh ja, es ist. Vielleicht verstehst du jetzt, was Verlust bedeutet. Und was ihr Leute uns angetan habt. Hört auf damit! Seht ihr nicht, dass es ihr schlecht geht? Woher kennen sie euch? Warum sagen die solche Dinge? Ich bin es gewohnt. Ich schätze, das ist ebenso, wenn der Mann ein solches Amt bekleidet. Er muss eine Menge Dinge tun, die den Leuten nicht gefallen. Und manchmal erkennen sie mich auch. Moment. Ist euer Mann der Graf von Shiring? Ich dachte, ihr wüsstet das. William Hamley. Oh, bitte, lasst mich nicht auch noch im Stich. Ich schwöre, ich bin nicht. Ich kann nicht. Oh, das interessiert mich eigentlich beides. Warum sie ihn geheiratet hat und... Na gut, wir wissen eigentlich, dass er nicht besser geworden ist. Ich kannte ihn, als ich ein Mädchen war. Wirklich? Warum habt ihr ihn geheiratet? Meine Eltern haben die Heirat arrangiert. Das dachte ich mir nämlich. Und es war eine Ehre, ausgewählt zu werden. Was für ein Mann ist aus ihm geworden? Ich verabscheue ihn von ganzem Herzen. Woher kanntet ihr ihn? Er wollte mich heiraten, als ich etwa in eurem Alter war. Ich schätze, er mag junge Mädchen, ganz gleich wie alt er wird. Ihr solltet ihn auch heiraten? Wieso habt ihr es nicht getan? Er war eine Bestie. Also weigerte ich mich. Ihr habt ihn abgewiesen. Es führte zu viel Leid. Ihr seid so mutig. Ich wünschte, ich wäre wie ihr. Aber ich kann mich nicht einmal gegen die Diener behaupten. Tut nicht so, als hättet ihr keinen Anteil an dem ganzen Unheil. Seit Jahren zieht er durchs Land, um zu plündern, vergewaltigen und zu töten. Es tut mir leid. Er ist kein Graf. Nach allem, was er uns genommen hat, sollten wir ihm auch etwas nehmen. Sie hat damit nichts zu tun. Genau. Wagt es nicht, sie anzurühren. Könnt ihr nicht sehen, dass auch sie eines seiner Opfer ist? Mitgefangen, mitgehangen.
Uff. Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, was es heißt, mit jemandem wie Hamley vermählt zu sein? Die Erniedrigung. Die Gewalt. Und das jeden Tag. Es tut mir so leid. Ich meine, weil ihr auch wisst, wie es ist. Ich weiß genug, um eine Vorstellung von eurem Schmerz zu haben. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Aber wo soll ich denn bitte mein Pferd anbinden? Oh oh. Es ist Walter. Er sucht nach mir. Oh, sehr schwer. Boah. Hört gut zu. Wenn ihr die Wünsche eures Mannes überbringt, werden die Leute sich daran gewöhnen, euch zu gehorchen. Seid gut zu denen, die euch zu Diensten sind. Es wird sich herumsprechen, dass es sich lohnt, der Gräfin gefällig zu sein. Und da William nicht sehr liebenswert ist, werden sie euch bald mehr lieben als ihn. Aus eurem Mund klingt das so einfach. Das sollte gehen. Walter. Schau mal an. Lange nicht mehr gesehen. William wäre sehr erfreut, wenn ich ihm deinen Kopf brächte. Selbst nach all diesen Jahren. Nein! Tu ihr nichts! Ohne sie wäre ich jetzt tot. Sie hat mich vor dem Sturm gerettet. Ach, hat sie? My Lady, wir müssen zurück zur Burg. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Ich weiß nicht, ich fühle mich da nicht zuständig, mich da einzumischen, um wieder Schmerz und Leid über Kingsbridge zu bringen, muss ich sagen. Danke, dass ihr mich gerettet und vor diesen Leuten geschützt habt. Jetzt kommt, wir müssen weiter. William Wagner. Ich muss halt auch an die Heimat denken, so schlimm und schrecklich es auch ist. Williams Ehefrau. Über Williams Ehefrau, Notizen von Aljena aus dem Jahr 1154. Hat meine Zurückweisung William so verbittert, dass so viele Jahre ins Land zogen, in denen er nichts von einer Ehe hören wollte? War ich der Grund, dass er erst so spät geheiratet hat? Nach meinem Treffen mit Elizabeth fand ich heraus, dass sie die Tochter von Harold von Weymouth ist, einem wohlhabenden Ritter und Unterstützer von Stefan. Sie war erst 14, als sie William heiratete. Bischof Valoran traute das Paar in der Kathedrale von Shiring und jeder von Bedeutung hatte dem großen Fest beigewohnt. Elizabeth ist ein sanftmütiges Mädchen und fühlt sich bestimmt geehrt, als Frau des Grafen auserwählt worden zu sein. Ich wage es mir nicht vorzustellen, was sie durchmachen musste. Ein weiterer Grund, William ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Fühlt sich irgendwie nicht gut an, so wenig getan zu haben, aber man muss inzwischen so viele Leute in ihre Schicksale mit einbedenken und dann müssen wir doch andere Leute, die uns wichtiger sind, an erste Stelle stellen. Die Säulen der Erde im Auge des Sturms, Kapitel 17, der Sturm, was du getan hast. Du hast eine geheime Kammer unter der Kathedrale gefunden. Du hast gestanden, dass du die Kathedrale angezündet hast. Philipps Buch trifft bei der Kirche auf heftige Kritik. Der Krieg zwischen Mathilde und Stefan hat ein Ende gefunden. Du hast Elizabeth reingeholt, nachdem du die Hütte betreten hattest. Du hast ihr etwas Suppe gegeben. Du hast ihr einen Rat gegeben, wie sie mit ihrem Schicksal umgehen kann.